Hallo Schütze, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für das Wochenende steht. Ja, schauen wir mal. Eine Karte ist rausgesprungen. 8 Münzen. Lass es zur Seite. Viel Arbeit, Schütze. Man arbeitet konzentriert irgendwie und eine positive Energie, finde ich. Interessant, also Schütze unter dem Deck, no, Königin der Münzen, Stier, Steinbock, Jungfrau oder sonst eine Langzeitbeziehung oder irgendwie eine Königin der Münzen haben wir hier. Interessant ist, dass ich hier auch 8 Münzen habe und mehrere Münzen auf dem Tisch habe. Also man merkt hier, dieses Finanzen und Karriere ist hier sehr stark zu spüren. Viel Stabilität in dieser Karte, finanziell gesehen. Ja, mit Beruf, also spricht für eine sehr stabile Energie. Natürlich spricht auch in manchen Fällen für eine Mutter, genau, eine Person, die wirklich in Ruhe wartet und ist eine sehr positive Energie, diese Königin der Münzen, ja, Schütze, egal wer diese Person jetzt oder diese Energie für dich ist. Eine Energie, die aber auch für dich direkt reden könnte, diese Stabilität könnte sogar für dich direkt reden, ja? Wahnsinn. Erste Münzen, also irgendwie, man sieht hier schon eine positive Energie mit viel Reichhaltigkeit. Ich sehe viel Geld hier, viel Reichhaltigkeit. Ich sehe hier sogar in manchen Fällen Kompromisse. Eine positive Energie, Schütze. Oder sogar neue Situationen, was mit Beruf zu tun hat. König der Kelche, 5 der Münzen, 9 der Münzen. Es gibt eine positive Entwicklung in einer Situation. Wir reden über 5 der Münzen zu 9 der Münzen. Eine Verbesserung gibt es hier, Schütze. Es gibt eine Verbesserung. Nochmals eine Person, die ledig ist, allein ist, aber auch sich sogar wohlfühlt. Ja, ich fühle mich wohl, ich fühle mich wohl, wie mir gerade geht. Also ich bin alleine, aber mir geht es finanziell, geht es mir gut. Ich habe alles, was ich brauche und in manchen Fällen brauche ich sogar gar keine Beziehung oder keine ernste oder feste Beziehung. Weil ich mich tatsächlich so wie ich bin, wo mich wohlfühle. König der Kelche, Fische, Krebs, Skorpion. Ja, wir reden hier über einen Verlust. Das Gefühl spürt man hier, 5 der Münzen spürt sich wie einen Verlust hier. In manchen Fällen reden wir über eine Person, in manchen Fällen über eine Arbeit. Irgendwie, es gibt hier ein Gefühl von Verlust tatsächlich. Aber wie ich dir gesagt habe gerade, Schütze, es gibt hier eine Verbesserung in deine Energie. Es gibt hier eine Verbesserung, ja? Augenblick bitte. Und wie du siehst, ich habe viele Münzen. In manchen Fällen ist hier eine finanzielle Situation zu sehen, ja? Was auch mit Projekten zu tun hat, mit neuen Projekten, neue Verträge sogar. Aber Schütze, es ist positiv. Es gibt viel Reichhaltigkeit hier zu sehen, ja? Und die Sonne noch dazu. Acht der Münzen nochmals. Nummer 8, 8.
Vielleicht wichtig für dich diese Nummer, ja? Also Monat August hier zu sehen, Sternzeichen Löwe auch zu sehen. Wie gesagt, Monat August sehr stark. Stier, Zwilling, Jungfrau, Fische. Also es ist genau, wie ich dir gerade gesagt habe, Schütze, ich sehe eine starke Verbesserung deiner Situation. Eine Situation, die vielleicht mit einer gewissen Blockade da war, wegen Entscheidungen, ja, also was mache ich, wie entscheide ich mich, aber irgendwie, Schütze, wirst du sogar mit einer Person noch zu tun haben. Aber Schütze, was ich hier sehe, ist eine Person, die sich auf eine Defensive stellt, ja? Eine Person, die einfach Abstand nimmt. Eine Person, die Abstand nimmt, ja? Ja. Wie gesagt, Schütze, es kann für dich reden. Es kann schon möglich sein, dass du noch mit einer Person von deiner Vergangenheit zu tun haben könntest. Eine Person tatsächlich, die mit einer lieben Botschaft kommt, aber immerhin reden wir hier über eine Puppe, Puppe der Kirche. Also es gibt hier eine Unreife zu sehen, eine Unreife oder sonst ist ein Altersunterschied hier zu sehen. Aber die Sache ist, jemand stellt sich auf eine Defensive, ja? Also jemand möchte Abstand, Distanz in dieser Situation. Ja. Genau. Jemand möchte hier Distanz nehmen und möchte lieber allein sein und ja, weil man sich auch so wohl fühlt irgendwie, weil sehr wahrscheinlich das, was man vorher hatte, mich nur ständig in ein Gefühl gebracht hat von Verlust oder von Betteln. Also ich bettele für entweder für Liebe, ich bettele für, ja, also ist ein Gefühl von nochmals von Armut, vom Verlust, ja, oder von ich bekomme der Rest, was da ist. Es ist keine gute Energie, ja, es ist keine positive Energie. Und deswegen, ich denke, Schütze, entweder, wie gesagt, sprich für dich oder es spiegelt sich, wie auch immer, die Situation ist, dass eine Person jetzt hier sich wohlfühlt. Ich fühle mich wohl, genauso wie das jetzt ist. Und wenn ich das Gleiche wie vorher bekommen sollte, lieber bleibe ich so, wie ich bin. Und ich nehme Distanz von Situationen, die mich nicht glücklich machen. Ich nehme einfach Abstand. Ich nehme Abstand. Denn ich sehe hier eine Heilung. Ich sehe eine Heilung, Schütze, mit einer Situation ist hier Licht. Plötzlich, ich bekomme Licht und Klarheit in diese Situation, was mich sehr wahrscheinlich sehr wirklich, ja, wo ich auch in manchen Fällen gelitten habe oder wo ich mich allein gefühlt habe oder irgend so ein Gefühl ist hier, ja. Und man hat sehr lang gewartet, also wir reden über Zeit, ja. Und man hat sehr lang gewartet, bis sich etwas verändert, bis eine Veränderung kommt in der Situation, bis sich was tut, aber tatsächlich ist nicht der Fall. Und deswegen, es gibt hier Klarheit, Schütze. Du bekommst hier Licht in diese Situation, die dich sehr lang beschäftigt hat. Du bekommst Licht und nochmals, ich denke, du bist genau in deine Mitte gekommen. Ja? Genau. Also die Energie, Schütze, ist von viel Reichhaltigkeit. Die Energie spricht für eine Person, die tatsächlich alles hat. Ja, genau. Ich rede sogar, wie gesagt,
eine neue Situation ist in deinem Leben geschehen, ob das jetzt mit neuen Projekten zu tun hat, mit neuer Arbeit, mit einer neuen Person, mit vielleicht Babys, die auf die Welt kommen, ja, mit Kompromisse, neue Kompromisse. Hier ist eine stabile Energie. Ja. Und das sieht man bei dir. Ich habe auch die beste Karte im Tarot, die Sonne bei dir. Sternzeichen Löwe, sehr, sehr stark zu sehen, muss ich dir schon sagen. Löwe, nochmals Zwilling, Jungfrau, aber König der Kelche ist hier, also von da aus könnte Fische, Krebs, Skorpion auch sein. Sind mehrere Sternzeichen zu sehen, ja, muss ich schon sagen. Stier, Steinbock, Jungfrau natürlich auch. Ja. Aber die Sache ist, Schütze, wenn du mich fragst, wie die Energie sich zeigt, ich sage dir, die Energie zeigt sich für dich mit finanziell gesehen, mit sehr, mit deine, klar, warum nenne ich das Finanzielle? Weil es ist irgendwie sehr stark zu spüren hier. Zumindest denke ich, dass das für dich schon wichtig ist. Also dieses Finanzielle ist für dich wichtig und das sieht man in deinen Karten. Es gibt hier eine große Stabilität zu sehen. Viel Reichhaltigkeit sehe ich hier schon in deinen Karten. Und deswegen nenne ich das. Ich denke, das zeigt diese Stabilität hier. Aber nochmals, in den Emotionen, wenn wir über Gefühle reden, Emotionen, eine Person stellt eine Wand dazwischen und nimmt Abstand von einer bestimmten Situation, die dich sehr, eine sehr längere Zeit im Verlust gehalten hat. So würde ich das sagen. Und jeder von euch wird irgendwie wissen, welche Situation das ist und worüber wir jetzt hier reden. Aber man merkt hier diese gewisse vielleicht Blockade hier. Ja, sieht man schon. Und wie die Energie sich für dich zeigt, Schütze, ist ein 9 der Münzen, eine Person mit viel Stabilität, wie gesagt, sehe ich hier, ist eine positive Energie. Ist eine positive Energie. Es ist eine positive Energie. Klar, dass wenn du jetzt die Person bist, die diese Kommunikation machen möchte, dann ist natürlich, sieht für dich anders aus, weil dann wirst du eine Person finden, die irgendwie einen gewissen Abstand nimmt von dir. Ja? Deswegen musst du sehen, wie spricht diese Energie für dich in Resonanz. Bist du die Person, die sich wohlfühlt jetzt? Und Distanz von Komplikationen jetzt, von Konflikten nimmt? Ja, bist du diese Person oder bist du die Person, die diese Kommunikation zu einer anderen Person machen möchte? Eine Person, die sich auf eine Defensive stellt? Weil das zeigt sich hier. Ja, es gibt hier eine Person, die Distanz hält. Ja, und deswegen, du musst schauen, wer für dich das spricht. Aber ja, genau. Also Schütze, das ist die Energie, die ich hier sehe, ja. Also gewisse Situationen von vielleicht Geheimnisse könnte man denken auch, ja. Die Hohepriesterin ist hier zu sehen. Sternzeichen Fische, nochmals sehr stark. Aber nochmals, wie gesagt, diese Defensive ist hier zu spüren von einer Person. Schütze. Und das ist halt so. Ja, das ist tatsächlich so eine Energie, die ich hier sehe. In manchen Fällen nochmals König der Kelche, Puppe der Kelche, Hohepriesterin und drei der Kelche. In manchen Fällen sind mehrere Menschen in diese Situation involviert. Ja, und deswegen vielleicht diese Defensive, Schütze. Also Schütze, wie das ist die Energie, die sich für dich für das Wochenende zeigt. Dankeschön und ich wünsche dir ein schönes Wochenende, ja? Danke, tschüss, bis bald.